Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute möchte ich gerne mit dir einen relativ simplen und natürlichen Look schminken und dafür habe ich hier die Too Faced Shake Your Pom Poms Lidschattenpalette. Die habe ich von meinem Freund zum Geburtstag geschenkt bekommen. Und da er heute Geburtstag hat, ist es doch der perfekte Zeitpunkt, um diese Lidschattenpalette zu verwenden, oder? Und wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Genau, das ist eine wundervolle Lidschattenpalette, die halt sehr natürliche Töne beinhaltet. Da kann man sowohl aufregende als auch dezente Looks mit schminken. Und ich möchte heute einen etwas dezenteren Look schminken, denn mir ist heute nicht so nach Farbe und so. Und wie man auch so an meinem Gesicht sieht, möchte ich es heute wirklich etwas natürlicher halten. Ich habe einen Lidschattenprimer drauf und ich habe auch meine Lidschattenbase schon soweit gesettet, weil man hier einfach keinen richtigen Settington drin hat. Und jetzt gucken wir einfach mal, was wir mit der Palette zaubern können. In der Palette haben wir sowohl matte als auch schimmernde Töne enthalten. Die Pigmentierung ist hier tatsächlich ultra zart. Also hier sollte man nicht erwarten, dass man einen Kabam-Look damit bekommt. Aber sie ist halt einfach so eine Alltagspalette, würde ich einfach mal so sagen. Und ich habe auch die Cookie-Palette davon. Die ist im selben Format und es gefällt mir einfach richtig gut, weil es ist handlich, du hast einen Spiegel mit dabei und du kannst dir damit einen schnellen Look schminken. Dieser Ton heißt Get Laid Over und den setze ich mir in die Lidfalte. Und man sieht, es ist eine zarte Pigmentierung, die sich aber wirklich leicht ausblenden lässt. Und da wird man einfach auch recht schnell und einfach einen soften Look mit hinbekommen. Im Prinzip kann man hier einfach einen Ton in die Lidfalte setzen, einen Ton ins äußere V, um das Ganze zu verdunkeln. Und dann einen Schimmerton über das ganze bewegliche Lid und dann bist du im Prinzip schon fertig. Weil die Töne sind einfach auch super freundlich und lassen sich einfach verblenden, lassen sich schön auftragen. Ja, das finde ich sehr nett für schnelle Looks. Wie gewohnt duftet diese Lidschattenpalette natürlich auch wieder nach etwas. Das hier ist jetzt so ein leicht fruchtiger Duft. Ich weiß nicht, ob das Palme ist. Ich ziehe mir den hier auch schon so ein bisschen mit runter. Genau, und gebe dem Auge Dimension. Die Farbe Tough Coconuts, der ist so ein bisschen dunkler, gebe ich mir mit einem etwas kürzeren und fester gebundeneren Blendepinsel in die Lidfalte. Beziehungsweise ich fange hier am äußeren V an und blende es dann langsam in die Lidfalte rein. Und den möchte ich mir auch gerne schon direkt, auch genau mit diesem Pinsel, an den unteren Wimpernkranz geben. Die Farben stauben ziemlich, deswegen klopfe ich die Pinsel auch immer schön ab, bevor ich damit aufs Auge gehe. Ich möchte meinen Look tatsächlich minimal verdunkeln. Dafür gehe ich in diesen ganz, ganz dunklen Ton, der heißt Let's Bounce. Das ist dieser hier. Auch wieder mit diesem Blendepinsel. Ich dippe da nur einmal ganz vorsichtig rein und setze mir den nach außen hin mit einer ganz leichten Hand, einfach um das hier so ein bisschen abzudunkeln. Wie ein Schatten. Das kann ich vorsichtig aufbauen und aber immer nur vorsichtig reindippen und aufbauen. Ich blende das dann auch vorsichtig mit in die Lidfalte hoch. Aber das ist tatsächlich auch die Intensität, die mir reicht. Das ist zweimal reindippen und vorsichtig aufbauen gewesen. Mit dem Puder, mit dem ich eben meine Augen gesettet habe, werde ich jetzt oben noch einmal kurz die Geschichte hier verblenden. Und dann nehme ich mir auch schon mit einem Smudger-Pinsel die Farbe R&R auf und gebe die auf mein komplettes bewegliches Lid. Achtung, Fallout, weil ich zu intensiv reingegangen bin wahrscheinlich. Und die Reste vom Pinsel kommen unter den Augenbrauenbogen. Zum Intensivieren kann man nochmal mit dem Finger reingehen und dann über das bewegliche Lid gehen. Es ist natürlich, aber ich finde, es hat was und es ist halt einfach so ein ganz normaler, tragbarer Look, den man halt auch ganz normal im Alltag tragen kann. Jetzt kommt noch Eyeliner und Mascara und fertig ist der Augenlook. Ja, ich werde mir nicht groß was auf die Lippen auftragen, ich lasse es einfach so, weil ich finde, dass das Ganze auch sehr harmonisch aussieht und jetzt gebe ich mir nachher noch ein bisschen Fixing Spray drüber und das ist dann mein fertiger Look zum Geburtstag von meinem Freund, wobei ein bisschen was auf die Lippen kann ich mir noch geben, oder?
Wird zwar wahrscheinlich nach dem ersten Tortenstück schon wieder dann verschwinden, aber das ist dann mein fertiger Look. Und ja, ich mag sehr, sehr gerne die Lidschattenpalette. Ich mag die Einfachheit, mit der man mit ihr arbeiten kann. Und ja, dass man schnell und einfach einen wundervollen Look damit hinbekommt. Und wenn dir das Video gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Style & Talk Videos, hier unten meinen neuesten Upload, auf dieser Seite noch ein Video von mir und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!